Trauer in Dänemark. Prinz Henrik, der Ehemann der dänischen Königin Margrethe, ist tot. Der 83-Jährige starb am gestrigen Abend auf Schloss Fredensborg in der Nähe von Kopenhagen. Das teilte das dänische Königshaus heute Morgen mit. Die Familie hatte ihn erst gestern auf eigenen Wunsch hin aus dem Krankenhaus nach Hause bringen lassen. Am 9. Februar verkündete seine Familie bereits, dass sich der Gesundheitszustand des Prinzen drastisch verschlechtert habe. Seit Januar lag er im Kopenhagener Rigshospital. Erst im September kam heraus, dass der Prinz an Demenz litt. Dass nun alles so schnell gehen würde, damit hat keiner der Familienmitglieder gerechnet. Es war Henriks letzter Wunsch, zu Hause zu sterben.